Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete. Am Wochenende hat Putin die Ukraine mit einer der größten Angriffswellen dieses Krieges überzogen. Ein Krieg, der gestern vor 1000 Tagen begann. Und um das mal ganz kurz direkt am Anfang klarzustellen, Willy Brandt würde an der Seite der Ukraine stehen heutzutage. An diesem 24. Februar 2022 hat Wladimir Putin einen Glauben vieler Generationen, auch meiner, zerschmettert. Den Glauben, mit dem ich aufgewachsen bin, an ein friedliches, freies und sicheres Europa. Und gestern Abend standen hier in Dresden auf dem Schlossplatz hunderte Menschen. Menschen, die alle nichts anderes wollen als Frieden. Kinder, die ihre Väter wiedersehen wollen, Mütter, die um ihre Söhne trauern, Menschen, die alles verloren haben. Und wo war da die AfD? Wo war die AfD, die sich heute hier als Bewahrer des Friedens hinstellen will? Die AfD bringt einen Antrag zum Thema Frieden ein. Das ist schon so, als würde der Wolf über den Schutz der Schafherde sprechen. Die AfD legt ständig verbal Feuer. Sie kippt Benzin in gesellschaftliche Konflikte. Die AfD macht das, weil es ihre Weltsicht nutzt, weil es ihnen selbst nutzt. Und dann nimmt ausgerechnet die AfD das Wort Diplomatie in den Mund. Die AfD legt ständig Feuer, das sie angeblich löschen will. Feuerwehrmann Orban und Kamerazwerg rücken aus zum Löschangriff, haben die Hütte vorher aber selber angezündet. Tatü, tata, die Scheinheiligkeit ist da. Das ist doch vollkommen absurd. Und was macht das Bündnis Sahra Wagenknecht? Ihr Kreisverband in Görlitz demonstriert Seite an Seite mit den Freien Sachsen, mit dem Rechtsextremsten, was dieses Bundesland gerade zu bieten hat. Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir haben in den Verhandlungen mit dem BSW viele aufrechte Menschen kennengelernt. Und ich bin mir sicher, viele von Ihnen würden niemals mit Rechtsextremen zusammen auf die Straße gehen. Deswegen möchte ich dem BSW generell auch gar nicht unterstellen, dass sie mit Rechtsextremen gemeinsame Sache machen. Aber liebe Kolleginnen und Kollegen, Ihr Verhältnis zu den Freien Sachsen sollten Sie wirklich mal klären. Diplomatie, die heute ja so oft gefordert wird. Diplomatie wird übrigens nicht über X oder TikTok gemacht und auch nicht über Schlagzeilen. Diplomatie läuft im Hintergrund, liebe Kollegen der AfD-Fraktion. Und falls Sie es verpasst haben, der Bundeskanzler hat am Freitag mit Wladimir Putin telefoniert. Die AfD muss also nicht von unserer Bundesregierung mehr Diplomatie einfordern. Sie muss das von Putin einfordern. Ich bin mir sicher, die Gesprächskanäle, die haben Sie. Würde Putin heute alle seine Truppen zurückziehen aus der Ukraine, bräuchten wir hier gar nicht weiter diskutieren. Aber so einfach ist es nun mal nicht. Nette Worte werden Putin nicht dazu bewegen, die Waffen niederzulegen. Putin hat sich skrupellos über geltendes Völkerrecht hinweggesetzt und mit Gewalt versucht, seine Interessen durchzusetzen. Das ist ein Fakt, den wir hier nicht einfach ignorieren können. Wer garantiert also unsere Sicherheit? Wer garantiert, dass die Ukraine das letzte Angriffsziel Putins war? Wenn die AfD unser Land doch so sehr liebt, wie sie immer behauptet, warum hat sie so viel dagegen, dass es seine eigenen Bürgerinnen und Bürger im Ernstfall schützen und verteidigen kann, auch mit Hilfe anderer? Und wenn der AfD Abrüstung so wichtig ist, dann fangen Sie doch mal in Ihren eigenen Reihen an und schauen nach, ob Sie wirklich alle bewaffneten sächsischen Separatisten schon rausgeworfen haben. Wir als SPD-Fraktion lehnen diesen Antrag aus vollstem Herzen ab.